Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute habe ich vor, frittierte grüne Tomate zu machen. Ihr kennt vielleicht den Film Fried Green Tomatoes. Da spielt quasi dieses Rezept eine der Hauptrolle. Wobei wir das ganz einfach machen. Also wir werden diese grüne Tomate, also das sind keine Tomate, die grün sind, das sind Tomate, die grün sind. Also wie soll man es erklären? Also die wären nie rot, sondern grün ist deren reife Farbe. Die werden wir jetzt einfach wie ein Schnitzel panieren mit ein bisschen Ei, Weckmehl und Salz und Pfeffer. Ist ja ein einfaches Rezept. Und das Ganze in der Pfanne dann entsprechend frittieren. Das Ganze passiert auf dem Cheese Stove, den habe ich eben angefeuert. Und da werden wir sehen, wie gut der sich jetzt hier mit der Pfanne verträgt und wie gut man drauf kochen kann. Also das ist der eigentliche Grund, warum ich jetzt diese frittierte Tomate mache, um einfach zu sehen, wie viel Bums der Cheese Stove beim Kochen denn so mit sich bringt. Viel Spaß und guten Appetit! Und ist sehr lecker. Also ein sehr einfaches Gericht. Ich habe diese grüne Tomate, ich paniere die mit Eier und Weckmehl, ein bisschen Salz und Pfeffer dran und ich habe ein super leckeres Tomatengericht. Der Cheese Stove,
hat sich super bewährt. Es geht keine 3 Minuten, dann ist die Pfanne heiß und das Fett auf Frittiertemperatur. Also von daher hat auch der Cheese Stove seine Leistung heute gezeigt. Und für so einfache, aber doch, ich meine, raffinierte Gerichte, ein sehr praktisches Gespann. Hier mit einer Schmiede, also eine Pfanne, in dem Fall von Petromax, und dem Cheese Stove aus Edelstahl. Hervorragend. Ja, ich empfehle euch nur, schaut euch den Film an. Grüne Tomaten, oder im Englischen Original Fried Green Tomatoes Served Hot at the Whistle Stop Coffee. Grüne Tomate, ist einfacher zu merken. Guckt ihn euch an, der ist etwas älter, der Film, aber sehr sehenswert. Und bis dahin sage ich Tschüss, Dankeschön, euer Ralf von Jütteland. Mm-hmm.